Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Ja, endlich ist es soweit. Mein Autorenexemplar hat auf sich warten lassen. Es ist endlich online gegangen. Das Buch Landhexen und Stadthexen. Einige warten jetzt schon leider 2 Jahre darauf. Das Warten hat sich gelohnt, denn meine erste Version ist um einiges dünner, wie man sieht. Ich habe mich nochmal richtig ins Zeug gelegt für euch und alles überarbeitet. Das ist die Ersterscheinung. Ihr könnt das Ganze auf Amazon erwerben. Schauen wir uns doch jetzt mal an, um was es hier in dem Buch geht. In erster Linie klar über Landhexen und Stadthexen. Insbesondere auch, wie kann ich mich integrieren, wenn ich vom Land in die Stadt ziehe und damit Probleme habe, oder von der Stadt aufs Land ziehen, wenn ich damit Probleme habe. Was gibt es gerade so für Hexen, die vom Land in die Stadt kommen? Noch so für natürliche Alternativen, die man hier nutzen kann. Ja, das Inhaltsverzeichnis ist sehr umfangreich. Da picke ich jetzt so die groben Übersichtspunkte mal heraus. Und zwar ist es unterteilt einmal zwischen Land und Stadt als Hexe. Ja, so der Unterschied. Dann Landleben, Stadtleben. Alles natürlich aus der Sicht der Hexe. Dann Vorstadtleben, ja, das gehört natürlich auch dazu. Das ist jetzt so mein aktueller Wohnort. Und die ganzen Sachen, die sich eben daraus dann ergeben, wie magische Orte finden, einen geheiligten Raum finden, ja, moderne Magie, also angepasst, Rituale, ja, draußen und drinnen. Wenn man vom Land kommt, macht man vielleicht am meisten draußen. Dann auch Hexenzirkel und Gruppen und so weiter, was ich so dazu zu sagen habe. Ich habe ja auch schon selber was gegründet gehabt. Und dann die Initiierung und die Weihe. Ne? Dann gibt es auch noch einen kleinen Exkurs, ja, ein Bonuskapitel und kleines Lexikon. Also wir haben jetzt hier Sachen drin beim Landleben. Ja? Auch aus meiner Erfahrung erstmal, denn ich bin ja als Hexe auf dem Land erwacht, sag ich jetzt mal. Ja? Habe aber einen Umzug getätigt von der Stadt aufs Land. Ja, in meiner Kindheit. So, Stadtleben, vom Land in die Stadt, da kann ich super erzählen. Denn ich bin ja als Hexe dann vom Land in die Stadt gezogen. Und was ich dann da auch so für ja, Schwierigkeiten, Barrieren so hatte. Vorstadtleben, ja, ist so eine Mischung hier momentan. Was man da so machen kann, da ist doch nicht ganz so auf dem Land ist, ja, es ist halt ja schon größer, aber nicht so groß wie eine Stadt. Man erfährt hier sehr, sehr viel, ja, moderne Magie ist zum Beispiel gemeint, Pocket-Altar, ja, die Hexentasche, dann moderne Hexenwerkzeuge und moderne Hexenhilfsmittel, Magie an Kreuzungen als Beispiel, ja, auf dem Land hat man, ja, wenig Kreuzungen, außer vielleicht im Wald ist eine Kreuzung, ganz selten auf den Straßen. Dann auch die modernen Gottheiten, ja, ist auch ganz wichtig, die gehen ja mit uns mit der Zeit. Dann gibt es auch verschiedene Erfahrungen, die ich gemacht habe als Bericht. Verwesungsgeruch und, ja, wo ich schon ganz leicht angerissen hatte in manchen Videos. Dann über die Wallfahrten auch als Idee, wenn man in der Stadt wohnt und eher so das ländlich Einsame sucht, Wallfahrten in den Wald zu machen, ja,
Wald ist auch so das große Stichwort. Dann gibt es allgemein noch verschiedene Ideen, ja, die man machen kann. Balkonrituale, Baderituale, also Sachen, die irgendwo drin sind, aber dennoch draußen, wie zum Beispiel der Balkon. Dann eben Baderituale, wenn man jetzt zum Beispiel nicht am See sein kann, weil es hier einfach keinen gibt. Oder wenn die Jahreszeit es nicht zulässt, kann man das eben auch mit der Badewanne machen. Eben die Waldbaden, Pflanzenmeditation, da muss man auch nicht unbedingt draußen sein, da geht auch natürlich der Balkon, wenn man es anpflanzt und und. Also es ist sehr viel. Wir haben hier jetzt Moment, 228 Seiten in dem Buch. Man sieht, es ist auch einfach viel, viel dicker als der nicht veröffentlichte Vorgänger. Ne? Also ich war noch nicht zufrieden mit der Sache, die ich da abgeliefert habe. Und ihr seht, es ist einfach, es ist ein Buch, was man so richtig anpacken kann. Ja, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir auch gerne ein Feedback dalassen, wie euch die ganze Sache hier gefallen hat. War grundsätzlich eigentlich das erste Buch von meinen Hexenbüchern, was ich angefangen habe, weswegen es auch so auf sich hat warten lassen. Ja, irgendwie war ich mir dann unsicher, wie ich das so mache. Und dann habe ich mich an anderen Büchern ein bisschen so erprobt. Das ist dann die Korrespondenzentabelle geworden, was grundsätzlich als erstes Buch veröffentlicht wurde. Das hier war aber grundsätzlich mein Buch, was als erstes ausarbeitet wurde. Ja, das Cover habe ich auch selbst gestaltet und gezeichnet. Nimmt auch Zeit in Anspruch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Buch. Wer es sich holt, gerne in die Kommentare, Feedback. Bis dahin dann. Danke. Tschüss.